So, ein herzliches Willkommen zum Tutorial Angriff über Ecken. Wir haben hier jetzt eine Gemeinde rausgesucht, die wir über die Ecke angreifen werden. Hier ist natürlich folgendes, wir haben nicht genug Spielraum. Wir werden jetzt gemeinsam diesen Brecher aufstellen. Wir werden dafür unsere Richtlinie wieder nehmen. Zwei Felder weg vom jeweiligen Feldchen. So, der Angriff über eine Ecke ist etwas heikel. Das muss man gleich vorwegnehmen. Denn über die Ecke können wir nicht ganz so viele Katapulte stellen, wie wir es gewohnt sind. Dafür ist das Spiel über die Ecke einfach viel zu riskant und wir haben auch einen gewissen Platzmangel. So, selbst ich greife eigentlich eher selten über die Ecken an. Aufgrund dessen, dass hier wirklich ein enormer Platzmangel ist und auch so nicht wirklich viel Sinn über die Ecken ist. Jedoch kann es zum anderen zum Vorteil sein, wenn man über die Ecken angreift, da wir hier auch gerne mal die Wachstuben weghauen können. Wachstuben weghauen bringt insoweit Sinn, dass sollten wir einen aktiven Kartenspieler haben und wir diverse Brecher aufstellen müssten, können wir ihnen so schon mal den Wind aus dem Segel nehmen und ihnen somit die Wachstuben weghauen. Wir werden hierfür einmal von unten links angreifen. Wie ihr sicherlich gerade seht, stelle ich jetzt die Katapulte ringsherum auf. Wir müssen natürlich strategisch gut stellen, da wir möglichst viel in einer Ecke haben wollen, um nicht unsere Katas großartig zu verschwenden und ins Nichts schießen zu lassen. So, es gibt natürlich auch Angriffe, die kann man bis zum Bergfried durchkommen lassen, über die Ecke. Ist jedoch eher selten der Fall. Es gibt auch einige Rabaksburgen, die sind gegen Eckenangriffen gefeit. Das heißt, dort können wir es zwar versuchen, über Ecke anzugreifen, werden jedoch meistens ziemlich erfolglos dabei landen. Wie ihr seht, ist wieder die Zweierrichtlinie bei mir angesagt. Wird nicht jedem gefallen, wenn man natürlich nicht die komplette Reihe mit Piken wegkriegt, beziehungsweise mit Bogenschützen vollkriegt. Muss aber nicht unbedingt sein. So. Lasst euch bitte nicht vom Spielfeld irritieren. Die Felder sind alle gleich groß. Das heißt, ihr könnt auf allen Seiten gleich viele Katapulte stellen. Auch wenn es etwas merkwürdig aussieht, ist es durchaus möglich. So. Hier werden wir jetzt noch ein paar Feinarbeiten vornehmen und die letzten Katapulte aufstellen. Den Angriff dann auch gleich erfolgreich losschicken zu können. So, mehr Katapulte brauchen wir nicht. Wie ihr seht, kriegen wir nicht die vollen 130 hin. Wir werden hier auch keine Katas großartig, keine Taubmänner mitschicken müssen. So. Natürlich, wie ihr seht, ist wieder hier alles schön breit gefächert. Muss es jedoch nicht. Wir wollen wieder die erste Lage knacken. Sehen jedoch zu, dass wir auch hier wieder eine große Fläche wegbomben können. So. Wie ihr jetzt sehen würdet, können wir die hinteren, wenn wir umso weiter reingehen wollen, nicht komplett mitziehen lassen. Das heißt, wir müssen nachher wieder von Hand einige Katapulte umstellen, was jedoch nicht so das Problem darstellen sollte. Die Masse an Katapulte haben wir dann so schon ausgerichtet, so dass wir eigentlich relativ zügig vorankommen sollten. Hier nehmen wir jetzt einige Feinjustierung vor, damit auch diese ins richtige Ziel reintreffen können. Angriffe über Ecken machen wie gesagt Sinn bei aktiven Kartenspielern oder allgemein aktiven Spielern, die sich sehr gut zu verteidigen wissen. Wenn ihr ihnen nämlich die Ecken weggehauen habt, können sie durch
die verlorenen Wachstuben, nicht mehr genug Truppen zum Defen aufstellen. Was uns den Vorteil einbringt, dass wir mit den nächsten Angriffen auf wenig bis gar keine Gegenwehr stoßen werden. So. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken, welche Angriffe, welche Katastrophen nicht richtig eingestellt sind. So wie es aussieht, sind hier alle gut. Das werden wir jetzt Reihe für Reihe durchgehen. Wir werden dem Spieler natürlich jetzt nicht eingreifen. Das Ergebnis könnte ich euch zwar zeigen, denn aber es wäre doch leicht unfair. So, jetzt haben wir hier gute 125, 114 Katas stehen. 114 Katas, damit sollte jede Ecke eigentlich kein Problem darstellen. Der Vorteil für diesen Angriff ist auch, dass ihr hier wieder genug Cutters habt, um sämtliche Ecken aufzuschießen. Hier könnt ihr natürlich nicht mehr eure Flanken aktiv schützen. Ist natürlich ein kleines Manko. Hier müsst ihr auch zusehen, dass ihr eure Bogenschützen möglichst versucht gleichmäßig aufzuteilen. Da ihr hier auch nicht genau wisst, wo das Bauernloch denn nun steht. So. Daher werden wir jetzt hier ein bisschen was wegnehmen. Und die dort unten mit hinpacken. So. Wunderbar. Und jetzt verteilen wir wieder unsere Piken. Dieser Angriff wird eigentlich in der Regel ohne Katapulte, ohne Hauptmänner gemacht. Warum das gemacht wird, ist ganz einfach. Hauptmänner benutzen wir eigentlich nur für gerade Ziele, das heißt, wenn wir geradeaus rein wollen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr unbedingt wollt, Hauptmänner mitschicken. Das ist keine Frage. So, für gewöhnlich gibt es noch einen Ausfall. Dafür werden wir Piken hinstellen. So, hier werden wir wieder ein paar Piken wegnehmen. Die werden wir mit da oben hinstellen. So läuft nämlich der Ausfall erstmal zu den Piken hin. Was bedeutet, dass man automatisch gegen Piken läuft und der Ausfall dadurch festsitzt. Und der Ausfall vom Feind nicht in eure Katapulte rennt. Ist natürlich praktisch. So leben eure Katapulte länger und der Ausfall ist beschäftigt. Eure Piken werden zwar trotzdem irgendwann sterben, aber ihr seid erstmal sicher. So, ich hoffe, das kleine Video zum Thema Ecken aufschießen hat euch gefallen und ich freue mich auf Feedback.